Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Lords of the Fallen. Ja, ich habe das Spiel gestartet und wir sind hier wieder rausgekommen. Wir sind ja geradewegs Richtung Ende des Spiels und das letzte Mal haben uns die Genossen hier drinnen, diese zwei Brüder, ordentlich vermöbelt. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen umdisponiert und habe mir gedacht, ich nehme dann doch mal ein Schild. Und das Schild, der Schild, Verzeihung, sieht echt geil aus. Vor allem, das sieht aus wie so ein Sargdeckel oder wie so eine Leiche, die da drinnen ist. Keine Ahnung. Also, Fashion. Ne, was anderes ist es nicht. Ansonsten habe ich mir noch mal eine bisschen bessere Rüstung geholt, habe aber noch so Middle Roll. Und ja, an meinem fetten Schwert geht nichts vorbei. Ich probiere es einfach mal. Ansonsten probiere ich dann gleich noch mal Rage aus. Und ja, einfach mal ausprobieren, wie das sich hier verhält. So, mit Bedacht. Wir haben jetzt ein bisschen... Oh, die ziehen halt ordentlich ab, die Jungs hier. Okay, aber ich kann halt gut blocken. Das ist wichtig. Ja, ja, du Schocker. Aber ich habe eine relativ gute Defense gegen Blitz. Ja, der Schild ist echt gut. Und ihr seht's, meine neue Rüstung, die tut ihr Übriges. Uiuiui, aber trotzdem, wir kriegen den schon noch klein. Was macht er jetzt hier? Okay, das hat man noch gar nicht. So, nee. Okay, jetzt kommt der andere Joe. Joey McJoe, wo ist er? Okay, er kommt nochmal von oben runter. Ah, Ficker, ey. Mein Schwert ist echt zu langsam. Jetzt brauche ich mal eine kleine Heilung. So, jetzt will der andere auf den Deckel bekommen. Das kriegt er auch gerne. Ich bin mal gespannt, wie ich mich gegen den schlage. Ob ich da auch so schön viel Schaden mache. Okay, so die Feuer-Defense habe ich nicht. Hier bin ich ganz safe. Eins, zwei. Und wir machen eigentlich ganz gut Schaden, würde ich jetzt mal behaupten. Aber mit meinen 11 Heiltränken ist das jetzt auch nicht so optimal. Und ich stehe ein bisschen in Flammen. Ah, das ist übel. Das ist übel. Oh, du sitzt da vorne, Roll, du Trottel. Okay, ich muss doppelhändig nehmen. Das kannst du voll vergessen, ja? Jetzt haut er wieder ab. Und das zählt wieder nicht. So, jetzt kommt wieder der Blitz-Joe. Okay, es kommen beide Joes. Hey, Joe. So, komm. Ich muss eigentlich drauf spekulieren, dass er haut. Genau das. Mann! Haki in the Sparky. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Rüstung ist ganz geil. Die blockt relativ viel weg. Und rechts. Oh, ich hab volle Ausdauer, du Trottel! Es ist so geil, wenn man volle Ausdauer hat, ist es einfach völlig egal, weil Sparky in the Darky wieder keinen Bock hat. Kannst nichts machen, kannst nichts machen. Volle Ausdauer. Sparky macht nichts. Okay, wir nehmen wieder die Rüstung. Den Schild, anders wird's nix. So, wir müssen blocken. Alter, das dauert ewig. Schwertkünste. Okay, aber ganz ehrlich, ich muss jetzt einfach mal cool bleiben. Mach den Schild hoch und dreh dich zum Gegner. Waffenkunde, erste Klasse. So, ich will ihn. Ich will den Blitzbruder erstmal machen. Der, los, komm runter. Jetzt ist Blitzy McBlitzenberg. Na gut. Oh, er braucht aber auch eine halbe Ewigkeit, um sein Schild mal wieder zu reaktivieren. Das dauert eben einfach zu lange. Man hat wirklich nur ein ganz, ganz kleines Fenster, wo ich das machen kann. Sehr gut. Wie war das mit der Sprungattacke, du Honk? Jetzt mach die Sprungattacke. Jetzt mach den Roller! Oh, ich will selber Götti. Ich verbrauche einfach zu viel Energie gerade. So, das ist ganz gut. Jetzt kommt der andere Typ. Wo ist denn der? Da ist er doch.
ich merke auch gerade, dass immer nur einer angreift. Uiuiuiui. Ich glaube, wenn ich einen habe, dann ist das durchaus machbar. Er hat mich wirklich in die letzte kleine Popelecke reingedroschen. Komm, komm. Ah, ey, Lernkurve 0. 0 von Firlefanz. Oh, ich hätte so gerne meinen Double Punch. Einfach mal einen Double Punch setzen. Geht nicht. Hagi McSparky hat wirklich... Ich weiß, ich sag nur immer, es liegt an ihm, aber es liegt ja an mir, ist ja völlig klar. Aber nein, kann man so, will ich nicht. Wäre natürlich geil, wenn der andere Typ den anderen hier eine reinbrät mit seiner Attacke, aber leider ist das nicht der Fall. So, der andere ist böse, das heißt, der hier wird gleich abhauen. Und ich gehe mal auf die Reise, denn gegen den, nö, kämpfe ich nicht. Nein, das ist der Nicht-Angriffspakt. Na komm her, jetzt, let's do it. So, hol mal deinen Kollegen her jetzt hier. Wir sind doch schon lange nicht mehr miteinander. Jetzt genau, kommt er mal her. Komm mal her, komm jetzt her. Hau ab, ich will den da. Bist du wohl? Ist halt sofort, kriegst du den Reschlag drauf. Wie sagt man dazu? Nicht Refrag? Jetzt kommt er runter. Alles klar. Dafür, dass ich ein Schild oben hatte. Effektivität Schild 0. Und eine nach der anderen. Mach das Schild hoch, du Trottel. Was willst du da machen? Mann, er muss nur seine Rübe und das Schild machen, dass er es nicht rafft. Komplette Ausdauer weg von einem Schlag, ne? Ein fucking Schlag. Naja, er zelebriert es aber wirklich gerade, dass er so ein bisschen Feuer gefangen hat. Statt er jetzt einfach mal ihm einer reinbrät. Weg! Boah, ich bin ein bisschen angespannt. Falls das jemand mitbekommt, so ganz leicht. Geil! Das ist wieder der Punch, der nichts bringt. So, jetzt muss ich erstmal weg. Weil er wahrscheinlich, genau, er springt nämlich einfach runter. So, jetzt muss ich den anderen im Blick behalten. Und mir dann erstmal gepflegt eine Heilung reinzwirbeln. Okay, nochmal Double. Sehr gut. Was war das für eine Heilung jetzt? Hat nicht so viel gebracht. Sehr gut. Sprungattacke, jawohl. Hol mir jetzt mal den anderen ran hier. Nein, dich will ich nicht. Mit dir muss ich erstmal fertig werden. Ich möchte jetzt den da oben. Lass es, ich will dich nicht. Du kriegst jetzt nicht auf den Sack. Ich brauche unbedingt mehr Heilung. Ich will den da. Also wir halten auch fest. Ich glaube ganz ehrlich. Alles klar, super, super Kick. Muss mal gucken, vielleicht ist... Ah, gar nicht so schlecht. Ah, wenn der mir nicht... Warum ist meine... Komm, ich habe volle Ausdauer. Volle Ausdauer und ich kann nichts machen in der Zeit. Das ist halt einfach Schweinerei. Er trinkt wieder nur halb, nur ein bisschen trinken. Er bleibt halt immer ewig stehen, ne? Ich frage mich, wozu ich Ausdauermanagement habe, wenn er dann sowieso stehen bleibt. Er bleibt stehen. Voller Ausdauer bleibt stehen. So, gib mir trotzdem eine mit. Also so, Schild hoch! Sehr gut.
Boah, der ist echt richtig übel. So, vielleicht muss ich einfach die Säulen zu meinem Vorteil nutzen, aber ich weiß leider noch nicht wie. Ach so, er macht hier Double Punch. Sehr gut. Jetzt müsste er einfach seinem Kollegen einen reindrücken, ne? Das wäre optimal. Ne, 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 ne. Zu dir will ich nicht. Nein. Einfach nein. Feuer. Bitteschön. Kriegst du auch mal eine rein. So, du kommst jetzt mal da oben runter. Komm jetzt runter. Ich brauche mal irgendwie ein Schild, der... Weiß ich auch nicht. Irgendeinen anderen Schild. Der bringt mir nicht so viel. Komm. Was war denn das bitte? Ich habe wieder Sprinten gedrückt und er macht da seine Solo-Show. Ich weiß man auch nicht. Ich weiß echt nicht, was er vorhat. Das Kampfsystem ist einfach... Tut mir leid, es ist wirklich so, es ist nicht so geil wie bei Dark Souls. Ist halt nicht Dark Souls, ne? Nett gemeint, aber klappt leider nicht ganz so geil. Nicht ganz so geil. Ist natürlich trotzdem geil. Sehr gut. Jawohl. Und ich krieg alles ab. Kannst nichts machen. Kannst nichts machen. Er hat wieder nicht getrunken übrigens. Das Trinken ist auch eine hohe Kunst. Muss man lernen. So, ihn haben wir doch bald hier. So. So! Ich weiß, ich werde ihn eh jetzt nicht besiegen. Aber... Wenn ich ihn jetzt staggern könnte, ey, das wäre so geil gewesen. So geil. So geil. Ach, jetzt kann er beides, oder was? Oh, harter Schlag. Haki Max Barki bleibt erstmal stehen. Ich hab einen harten Schlag gemacht, jetzt habe ich erstmal Urlaub beantragt. Ja, so ist das heutzutage. Wir machen echt gut Schaden mit dem Zeug, aber leider wird das so nicht reichen. Fuck, doch, reicht. Ah, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die ganzen Kristalle verbrate. Na gut. Feuer! Ja gut, so kann man den natürlich auch langsam, aber sicher niedermachen. So, und da muss einfach der Gegner gestaggert werden, wenn ich so ein Ding lande. Das ist halt so ein Ding. Ich renne hin, ich brate ihm einen rein und wenn der Gegner dahin nicht gestaggert ist, dann habe ich das genauestens analysiert, dass das nicht funktioniert. So, haben wir noch irgendwelche geilen Tricks in der Tasche? Wir halten fest. Das Schild ist scheiße. Rüstungswert. Blockwiderstand. Ja, kann ich auch sonst was nehmen hier. Was macht denn das hier? Feurige Zurückweisung. Für ein Schild verwendete Metall haben die Menschen keinen Namen, doch es blockt erwiesenermaßen magische Kräfte. Das ist ganz geil. Der hervorragende Schutz. Weniger Schilder kann ich eh nicht benutzen. Du hörst immer noch wieder gestorben. Dolle Wurst. Ich brauche einen geilen Schild. Einen starken Magen. Alles klar. Das Licht absorbiert, anstatt zu reflektieren. Wir können ja mal das hier nehmen. Vielleicht sind wir da ein bisschen mobiler. Das ist unser Anfangsschild. Hier so. Ich bräuchte eigentlich mal eine andere Waffe, wo ich ein bisschen mobiler bin. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche wirklich eher eine Waffe, wo ich ordentlich reinhaue. Kraft. Energie. Tja, Großschwert, das macht 128. Guck mal, das hier, das wird wahrscheinlich auch ewig dauern. Sehr gut. Das ist schon eher saft- und kraftlos, was er da von sich gibt, ne? Lauernder Stoß. Ja, also
Das Ding ist genauso lahm wie unser Teil. Das sieht ganz geil aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gerade ein Angriff war, aber ich vermute mal eher nicht. Stärke an... Aber das muss es gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht das nur beidhändig, das kann sein. Weil das kann es nicht gewesen sein. Also das kann ich auch. Wartet mal, das muss doch irgendwie... Ah, okay. Aber wenn ich hiermit... Alter, mach irgendwas auf dem Boden. Wir probieren es einfach mal aus. Ich bin dafür, wir probieren es mal aus. Wir nehmen Was war nochmal? Erdbeben. War Erdbeben gut? Haben wir Erdbeben jetzt mal probiert? Rammen. Erdbeben war einfach nur der Schlag auf dem Boden, ne? Gebet, Rage. Ach komm her, rein in die Hudestube. Jetzt ist hier, jetzt wird hier ordentlich mal... Optimal, genau soll ich mir das vorstellen. Auch ganz geil. Sehr gut. Er rollt gegen die Steinplatte. Wir wussten nicht, dass es geht. Jetzt haben wir das auch rausgefunden. Sehr geil. Die Waffe ist ultimativ langsam. Ja, ist wirklich mega langsam. Macht weniger Schaden, ist noch langsamer. Das ist wirklich optimal. Ja, die Waffe ist... Aber wir haben ganz gut Schaden gemacht, oder? Alter, kann der den Piekser nicht nach vorne halten? Also, wir halten fest, die Waffe ist scheiße. Die ist mega kacke. Ja, das Ding. Wir probieren es einfach mal ein bisschen aus. So, eine kleine, schöne Axt. Also, mal schön flink unterwegs. Okay, das sieht schon ganz nice aus. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Und, wie viel war's? 100 noch was? Nicht so ergiebig gerade. Aber dafür kann man halt ein paar hintereinander setzen. Das ist schon nicht verkehrt. So, jetzt haben wir den Feuer-Johnny schon mal ordentlich angeschnetzelt. Eins. Ja, dann ist auch egal, ne? Da kannst du eine Waffe haben, was du willst. Eins. Kannst eine Waffe haben, was du willst. Das ist eigentlich wirklich... Wirklich egal. Solange er seinen Schlag noch durchführt... Kannst ihn nicht unterbrechen. Haki McSparky kann eine schwere Waffe haben, kann eine kleine Waffe haben. Das ist ihm egal. Und jetzt hast du keine Chance. Du schlägst, dann ist er dran. Okay, wir halten fest. Die Waffe ist zwar ganz geil, aber... Okay, darf ich jetzt ins Menü? Ins Menü. So. Auch scheiße. Okay, ich nehme die. Was soll's? Nehme ich als Großschwert. Niemand wusste, dass ich mich treffen kann über die Hälfte der Entfernung, aber es geht. Oh, ich ihn hasse, ey, mit seinen... Er geht einfach weg. In einer Seelenruhe geht er weg und... ich kann nicht mal ausholen in der Zeit. Alter, oh, ihr seid solche Pisser. Ihr stinkt nach Wurstgulasch von Meckes, ey. Wenn du wenigstens mal eine Chance hättest, auch mal zu schlagen. Ich habe halt keine schnelle Attacke. Was ist denn eigentlich, wenn ich so hinrenne? Alter, sehr langsam. Der Double Punch ist es halt, der ordentlich sitzt. Okay, was ist, wenn ich jetzt Magiehandschuhe? 38. Was haben wir dann noch? Zauber... Meine Güte. Magiehandschuh, jawohl. Wie ging das jetzt hier nochmal mit dem Handschuh? Schalt mal um. Druckwelle, das wollte ich mal ausprobieren. Nee. Nee. Scheiße, ich hab vergessen, wie es ging. Aus der Panik heraus die Steuerung vergessen. Das ist halt übel. Das ist eher so, es tut mir leid, das ist doch echt langsam eine Behinderung, wie er schlägt. Kannst nichts machen. Sobald du schlagen willst,
Jetzt muss er schon rollen. Da steht er erst auf, steht nochmal Spalier und überlegt sich, sollte ich das wirklich tun? Okay, also Druckwelle. Wow. Ist dieses ist wirklich ein Geschenk für ihn. Bringt mir gar nichts. So, ich muss ihn irgendwie... Weiß nicht, wie ich es mache. EP-Geist verschwunden. Ach so. Sehr gut. So, komm mal her. Ich muss dich jetzt mal lernen. Wenn ich jetzt an dir links vorbeirolle. Links vorbei. Sehr gut. Das ist optimal gelaufen. Er macht wieder den Piekser 3 Meter daneben. Jetzt links. So, komm her. Hat den Kick gemacht, Alter. Boah, ist das erbärmlich. Ist das erbärmlich. Dass du nicht wegkommst, dass du einfach nicht wegkommst. Man kommt echt nicht weg. Und dann, wenn er den Sprungkick macht, dass das eben auch nicht funktioniert. Okay, Haki, laufen, genau das und das jetzt noch auf den anvisierten Gegner. Das wäre optimal, dann haben wir uns doch schon verstanden. Ey, jetzt muss er hier irgendeinen Trick geben. Zwischen ihnen. Also du kassierst jetzt. Ich drücke übrigens die ganze Zeit Rollen, ne? Natürlich. Die Säule der Verdammnis. Sehr gut. Okay, ich muss eigentlich nur... Das kann er... Dann macht er erstmal nichts. Ich brauche mich gar nicht mehr heilen, oder? Doch, wir üben jetzt nochmal. Ich werde ihn jetzt nicht besiegen. Ich will ihn gar nicht besiegen. 1, 2, 3, 1. 2, weg. 2, 3, Feuer. Jetzt macht er den und wir müssen weg. Okay, komm. Und 1, 2, 3, Feuer. Er geht weg. Okay, das war doch schon mal jetzt ganz gut. Wir müssen erstmal den Blitzmann in irgendeiner Form erwischen und dann muss ich auch weg. Komm. 1, 2, 1, Feuer. Und jetzt verpasst mir der andere Joe ein. Sehr gut. Haki, optimal. Da würde ich auch hinrollen. Ab in die Ecke. Immer in die Ecke. Hat man schon gemerkt, beim Boxen will jeder in der Ecke sein. So, dich will ich nicht. Ich will dich nicht. Lass mich. Ah, der kann auch nicht mehr. Korrigiere, der kann ein bisschen mehr. Der ist übel und ich renne noch in die Hölle rein, du da. Das Brennen ist echt mega scheiße. Das zieht konsequent Energie ab. Ich muss den da wieder runterlocken. Los, komm. Hilf mir mal. Hol ihn mal hier. Hol den Joe. So, okay. Jetzt ist der andere wieder dran. Wo ist er? Komm runter. 1, 2, 1, 2. Komm, komm, komm. Komplette Ausdauer war da. Keine Ahnung, wo ich jetzt wieder dran hängen bleibe. So. 1, 2, 3, 1. Zack. Zu viel. Jetzt macht er den. Da darf ich auch nicht hin. Jetzt macht er 1, 2, 3. 1. Und das ist zu viel. Das ist leider zu viel, aber ich muss leider den Double Punch auch setzen. So. Okay, einmal geht. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Wow. So, vielleicht schaffen wir den ja noch. Ey, jetzt hau dich ab, Mann! Ich habe gerade gesagt, wir schaffen dich. Das ist frech. Das ist richtig frech. Da muss ich natürlich aufpassen, dass der nicht auf den Deckel drauf fällt. So, komm her. Einfach nur zurückgehen. Auf sein 1, 2, 3 und weg. Okay. Also den blauen, den würde ich mal behaupten, den haben wir jetzt schon langsam gelernt. Jetzt kommt der andere mal dran.
Der macht sein Feuer. Swiper. Aber da brennt der Boden nicht. Das ist ganz gut. Da kann ich einen Hit setzen. Dann heißt es aber auch wieder weg. Genau. Das ist das, wo der Boden brennt. Mal wieder den. Das ist ganz gut. Da brennt der Boden nicht. So, komm. Schlag. Das ist ganz gut. Zack. Und weg. Ja, gut. Wir haben aber langsam die Attacken. Langsam habe ich sie raus. So. Okay. Das Schwert ist geil. Ah, shit. Brauche ich eigentlich nicht. Benutze ich eh nicht. Benutze ich nicht. Kann ich mir eigentlich wirklich sparen. Ich gucke mal ganz kurz. Kann ich noch schneller rollen? Als so, wenn ich unter 50% gehe? 3,5. 3,2. 3,0. So, jetzt bin ich unter 50%. Keine Ahnung. Auch egal. Erdbeben, Gebet. Gebet, das könnte man eigentlich nehmen. Wir locken den einen Feuerteufel dann dahin und gehen auf den anderen. Das ist ganz gut. Das machen wir mal. So, mach direkt das mit denen hier. Jawohl, da kommt die Höllensäule und blockiert mich erstmal. So, komm her, Joe. Hey, Joe. Komm. Okay, wir wollen das mit denen hier. Bin auch dafür. Eins. Zack und weg. Macht eigentlich ganz gut Schaden, ne? Und hepp. Zack, weg. Hat nicht geklappt. Optimal gelaufen. Genauso habe ich es mir vorgestellt. So, okay, zweimal rollen geht sogar. So, jetzt wird er fuchsig hier. Jetzt machen wir einmal den. Optimal, würde ich mal sagen. Wenn Haki McSparky mal wieder daneben haut. So, ich gönne mir mal eine Heilung. Oh, 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 der, wo ist denn der? Der ist hier über uns. Müssen wir weg. So. Komm her. Den kannst du setzen. Wann haut denn der andere mal ab hier? Der ist eigentlich gefährlicher hier, der blaue. 2, 3. Zack. Und weg. 2, 3. Zack. Und weg! Volle Ladung abgekriegt. 2, 3. Zack. Und weg. Den kannst du vergessen. Alter, die Säule der Hölle. Ich glaube, ich muss die Säulen für mich mal ein bisschen ausnutzen. 2, 3. Zack. Und weg. 2, 3. Zack. Und weg! Okay, Ausdauer. Das Ding ist gelaufen für dich. 1, 2, 3. Und optimal. Haki McSparky. Komm. 1, 2, 3. Vorne punchen. Zur Seite weg. Weg. Kriegt zwar ein bisschen Schaden, aber es ist noch human. So, okay. Den haben wir begriffen. Der kann sich eigentlich schön ins Grab legen. So, wo ist denn der Feuermann? Aha, da. Wollte schon sagen, wo ist er denn? Nein, wir bleiben mal bei ihm hier. 1, 2, 3. Zack. Zack. So. Gönnen wir uns mal. Ah, immer falsch. Die machen halt gar nicht so viel Schaden. Okay, Sparky, jetzt ist mal wieder Laufenzeit. So, okay. Feuermann wäre auf dem Deckel. Feuermann kriegt auf dem Deckel. Aber nicht bei so einer Attacke. Komm, mach dein Jumpy Mac. Oder machst einen Schlag. Nein. Okay, das war wieder die typische Haki McSparky Attacke. Okay, Rage. Ich probiere jetzt mal Rage aus. Was ist denn das? Oh, er zelebriert es aber auch, Alter. Das ist wie so ein dummer Bodybuilder, der vorm Spiegel steht. Anstatt er mal was macht. Meine Güte. Du sollst einfach mal auf den Sack hauen und nicht ewig dastehen. Okay, jetzt muss ich mich beruhigen, sonst wird das hier nichts. Also, vom Nahkampfschaden ist eigentlich der hier gefährlicher. Aber 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. Komm. 1, 2, 3, zack.
Und komm. Eins, zwei, drei. Zack. By the mighty power of steel. Und wenn Parky... Oh Mann, ey, immer mit, ewig mit seiner Faust noch in den Boden haut. Wenn ich so schon keine Chance habe gegen die Gegner. Mach das halt mit dem Boden. Komm. Ich brauche jetzt mal. Nee. Oh, wieder so albern. Nein, weg. Natürlich. Komm jetzt. Oh oh, Feuermann ist auch neben mir rechts, glaube ich. Ich höre ihn irgendwie. Er macht wieder seine Solo-Show. Nein! Oh Gott, ich verbrauche eben einfach viel zu viel. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Optimal gelaufen. Ah, jetzt bin ich bei dem hier wieder gar nicht mehr drin. Kann man sich irgendwie löschen? Geht das? Ey, Sparky, ganz ehrlich, du stehst zu lang da mit deinem erhobenen Schenkel. Das ist sinnlos. Das ist ganz geil gewesen jetzt. Kommen wir nochmal. Eins. Okay, jetzt haut er ab. Da kann ich eh nichts machen. Jetzt müssen wir zu Elektromann. Alter, man weiß aber auch nicht, wie groß denn ihr Radius ist. Komm. Komm jetzt. Fuck you, ey. Einmal getroffen, ne? Kannst ewig nichts mehr machen. Wirst gestaggert ohne Ende. So, komm her. Mach nochmal. Eins, zwei, drei. Zack. Weg. Ein, zack. Sehr gut. Luftschlag. Luftschlossschlag. Einmal getroffen, keine Chance. Kannst nichts mehr machen. Weg. Und heilen. Hemmungsloses Arschloch. So, lass mich raten. Sparky steht da. Er steht da. Kannst wieder nichts machen. Aber es sieht jetzt wesentlich besser aus. Ich muss mir jetzt die Ecke raussuchen, wo keiner ist. Genau. Okay, wieder was dazu gelernt. So, komm her. Eins, zwei, drei. Eins. Komm. Okay, er will. Komm her. Nö. Einfach nö. Kriegst du wieder ein? Eins. Komm, nochmal. Komm, eins. Rechts rum. Okay, das ist der Feuerwurstsalat. Keine Chance. Ich finde auch ganz ehrlich, ich möchte jetzt einmal wissen, was Rammen ist. Ach so, das ist Rammen. Das ist eigentlich das Geilste. Oder der Hammer. Ich probiere jetzt mal den Hammer gegen ihn aus. Ah ja, do it. I'm sexy, cause I'm do it. Und heppala, heppala, heppala. So, da haut er ab. Jetzt muss ich wieder meine schöne Position finden, wo ich nicht gleich auf den Deckel kriege. Sehr gut. Wer will zuerst? Wer darf nochmal? Erstmal er hier. Naja, 112. Ich würde mal sagen, nicht schlecht. Aber ich muss wirklich diese Säulen hier ausnutzen, dann können wir das schaffen. Zack. Zack. Ah, okay, da darf ich nicht. Komm nochmal. Dude. Eins. Oh, was macht denn er für einen komischen Hopsatz? Bist du gerade im Tanzkurs oder willst du kämpfen? Alter, meine Fresse. Zwei, drei. Zack. Weg. Meine Güte, das wird nichts. Kurz Ausdauer regenerieren. Eins. Zwei, drei. Boah, der näht mir auf den Sack hier. Wenn du erstmal tot bist, ey, dann sage ich dir. Komm. Ne? Okay, jetzt kommt. Wo muss ich hin? Hier drüben muss ich hin. So, wer will? Sehr gut. Beide. Komm. Eins. Hepp. Er macht seinen Feuersalat. Er macht sein... Keine Ahnung, was er macht.
So, warte mal. Bei ihm muss ich eigentlich nur das rausfinden. Genau. Jetzt trifft er mich, glaube ich, nicht. Und wir hauen ihm volle Möhre auf den Deckel. Komm nochmal. Komm nochmal. Ja, da könnte ich, glaube ich, sogar. Da kann man. Jetzt macht er seinen Schlag. Macht den Schlag. Zack. Und jetzt eigentlich rechts rum. Links rum geht anscheinend auch. So, do it. Naja, Sparky hat mal auch gesagt, ne? Die Attacke ist scheiße. Sprung. Okay, er dackelt weg. Das heißt, der andere Joe wird gleich kommen. Komm her. So. Nee. Das haben wir nicht gewettet. Okay, beide sind mega kacke. Komm, komm, komm. Wo sind die fucking Säule hier hin? 2, 3. Und, hä? Jawohl, Double Punch abgekriegt. 1, 2, 3. Jetzt voll auf den Deckel, Mann. 1, 2. So, jetzt wieder Säulentanz. Ja, Leute, das ist richtig anstrengend hier. Aber es ist schon ein geiler Kampf. Das ist wieder sowas, man muss es sich erarbeiten. So richtig schön Dark Souls-esque. 2, 3. Zack. Jetzt darf ich aber nur wirklich keinen Fehler mehr machen. Das Problem ist, ich habe wirklich überhaupt keine Energie mehr. So, wo ist der Feuermann? Der ist da drüben. Schön in die Mitte gehen. Der Blitzbruder, den will ich... Ich will eigentlich erst den Blitzbruder jetzt alle machen hier. Komm. 1. Nee, den will ich nicht. Nein. Ah, wenn er seinem Kollegen mal eine reinhauen würde. Okay, jetzt muss ich mir eine Heilung gönnen. Oh, jetzt muss ich weg. Viel zu beschissen, was ich hier mache. Viel zu beschissen. Jetzt bin ich mitten im Feuer. Nee, nee, nee. Ich muss erstmal weg hier. Mir wäre es echt viel lieber, wenn der andere Typ jetzt mal kommen würde. Fucker. Hat er hemmungslos ausgenutzt hier. Ich würde ihn so gerne jetzt mit einem Hammer eine drüber braten. Scheiße. Der hat gesessen, Freundchen. So, der haut ab, der geht dahin. Uah, da ist der andere. Fucky McDucky, weg. Kann ich mir eigentlich schon die letzte Heilung reinpfeifen? Anders wird's nix. So, komm her. Komm, komm, komm. Nee, den wollen wir nicht. Den will ich nicht. Will ich nicht. So, komm jetzt. 1, 2, 3. Pausch. Nee, wollen wir nicht. Ja, an der Säule ist ganz gut. 1, 2, 3. Punch. 1, 2, 3. Punch. Weg. Oh, ich brauch. Nee, ich brauch Ausdauer. Den kannst du vergessen, Junge. Nee, den wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Du sollst hier dein 1... Oh, nö. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz hier in die Ecke nochmal gehen. Alter, ist das eine Anspannung. Das ist schon geil. Komm her, Elektromann. Komm, komm, komm. Nein. So, jetzt kommt der andere Junge noch. Hui. Okay, jetzt haut er wieder ab. Jawohl, das war der Mega-Wurstsalat. Das bringt mir gar nichts. Den will ich eigentlich überhaupt nicht fighten hier. Komm, mach mal einen Schlag. Komm, nochmal Schlag. Sehr gut. Ich muss auf meine Ausdauer besser aufpassen. Okay, jetzt macht er nochmal seinen Jumpy McJumpenberg. Und Erballer. So, okay, jetzt haut er ab. Wo ist der Elektromann? Der ist da. Eigentlich mega kacke gerade, wie sie sind. Jawohl, war die optimale Scheiße gelaufen, ne?
Optimal. Haben sie mich schön schachmatt gesetzt, würde ich mal behaupten. Fuck. Das könnte es eventuell jetzt schon wieder gewesen sein. Aber wir geben jetzt nicht auf. Niemals. 2, 3. Punch. Ein Schlag, mich tot. Komm, 1, 2, 3. Sehr gut, Nummer 1. Kriegt er eigentlich wieder volle Energie? Nö. Oh Gott, der macht irgendwie mehr Schaden als sonst, hä? Kann ich jetzt nicht nochmal ein bisschen Heilung kriegen? Das wäre doch mal was. Nee. 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 What? Also durch die Säule durch finde ich schon wieder nicht ganz so fair. Aber okay. Nee, wir probieren es jetzt nochmal. So, Gebet haben wir immer noch nicht ausprobiert, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Gebet. Die rotzen da einmal rein, dann ist ja sowieso hinüber. RAM ist ganz gut, aber Erdbeben ist halt am geilsten. Ich glaube, Erdbeben ist am geilsten. Wir probieren es jetzt nochmal. So, komm her. Nee, 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 nee. Wir wollen erstmal, wollen wir da hinten hin. So, komm her. 1, 2, 3. Wenigstens hat er jetzt nochmal den Rückzug angetreten. Okay. Boah, da kann er ja eigentlich hängen. Sehr gut. Komm nochmal. Nö, nee, den will ich nicht. Oh Mann, wenn der Schwertpisser zu kurz ist, ey. Mann, ja, jetzt bist du halt draußen. Haki Max Barki, Mann, wenn du mal dein Schwert richtig halten würdest, du hältst es irgendwo davon schon halb an der Klinge. Ist doch albern. Ist doch albern. Oh, da immer schön. Hier darf eben kein Fehler unterlaufen. Das ist das größte Schwert der Welt und er hält es falsch rum. Ist es so? Komm, mach nochmal einen. Jetzt haut er ab. So, Elektroman. War auch mal ein ganz schlimmer Endboss bei Mega Man. Hab ich damals gehasst. Hab ich einer den. Der war schlimm. Sehr gut, läuft das hier. Könntest du jetzt mal was Vernünftiges machen? Nicht nur deine Imba-Attacken. 2, 3. Zack. Ja. Ach was. Ich kann da nicht durchhauen, oder was? Sehr, sehr fair. Nein, ich muss jetzt cool bleiben. 2, 3. 1. Weg. 1, 2, 3. Weg. Einen Wurstsalat, der schmeckt lecker. Richtig schön. Vom Anus Bäcker. Okay, er macht das hier. Wo ist der andere? In der Mitte? Hui. So. Ne, 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 ne. Dich wollen wir nicht. Wir wollen dich. Komm mal her. Komm jetzt mal her. 1, 2, 3. Oh, Sparky! Er ist einfach nur der kleine Funkler, ist er. Gott. Ist der Schwengel wieder zu kurz, dann ist Sparky stets dabei. Ich möchte erst den anderen platt machen. Na los. Wenn du unbedingt einen auf den Sack haben willst, dann do it. Meine Ausdauer ist halt komplett weg von einem Schlag. Den will ich jetzt nicht machen. Den mache ich jetzt nicht. Nein. Vergiss es. So, er springt hoch. Das heißt, ich springe da hinten hin. So, come on. Du kommst jetzt her. Jawohl, den schenkt man dir nicht.
Dich wollen wir nicht. Jetzt kommst du. Komm. Zack. Und komm. 1, 2. So haben wir es doch geübt. Die ganze Zeit üben wir 1, 2. Nein, 1, 2. Es ist unfair, was du hier machst, ne? Das siehst du selber ein. Komm. 1, 2. 1, 2. Zack. Den wollen wir nicht. Wir wollen deine 1-2-Kombo. Komm. 1, 1, 2. Nein. Da kriegst du den bösen Hammer auf die Finger. So, jetzt will er nicht mehr. Er ist beleidigt. Verständlich. So. Zack. Blitz und Donner. Fire and Thunder. Los, komm. Hui. Ist das geil, wenn der Blitz schon... Nee, ich habe keine Lust. Einfach nein. Habe ich keine Lust. Ist halt so. Ich finde, ich muss mich auch nicht auf jegliche... Er nimmt immer wieder den Scheiß rein. Nimm jetzt Handschuhgranate. Nein, du sollst das Geschoss nehmen, du Trottel. Boah, immer wieder hat er den Müll da drin. Ah, ja, ja. Okay, ich muss, darf wirklich nur einmal schlagen, dann muss ich weg. Oh, zumal da gerade überhaupt keine Flamme auf dem Boden war. Überhaupt nicht. Stimmt nicht. Oh, wenn man sich mal löschen könnte, ey. So müssen andere ja eigentlich. Müsste sich irgendwie löschen können. Ach, ich bitte dich, mach dich doch nicht lächerlich. Komm. 1, 1, 2. Oh. Fuck, ich verbrate schon wieder viel zu viel Heilung. Oh. Das ist halt sowas, du kannst es nicht ändern, wenn er einmal da ansetzt zum Sprung und Semmel daneben. Schlecht, sehr schlecht, genau reingerollt. War ausnahmsweise mal von mir schlecht, ausnahmsweise. Sonst ist natürlich meine Leistung nie anzweifelbar schlecht. Das kannst du vergessen, den wollen wir nicht. Wir wollen das gute Ding. Komm, 1, 1, 2. Jetzt haut er ab. Jetzt hauen wir auch ab. Okay. Breakout! Zack. Komm. Also, das ist doch frech. So eine Imba-Attacke. Komm. Jetzt haut der ab, ey. Ah, das ist doof. Ah, den werde ich erschießen müssen, hier, den Typen. Hm. Zieht jetzt auch nicht so viel weniger ab als meine normalen Schläge. Ja, ja, ob der wütend wird oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Ich knall ihn einfach ab. Obwohl es auch echt kacke ist. Ich würde den so gern normal... Was habe ich eigentlich? Oh, eins von den Dingern noch. Das ist echt gar nichts. Ich bräuchte echt ein gutes Schild jetzt. Oh oh. Wo ist er denn? Ich bin völlig am Arsch, ne? Nö, ging sogar. Oh oh, da kommt der andere von links. Oh, das wäre so schön, wenn er dem anderen jetzt einen reinbraten würde. Aber nein, zählt ja nicht. 2, 3. Zack. Ja, ich brauche Ausdauer. 1, 2, 3. Lass mich raten, ihn hat es wieder nicht getroffen. Ist jetzt auch egal, warum ich mich überhaupt über sowas aufrege. Weil ich es muss. Es ist meiner menschlichen Natur, mich über Sachen aufzuregen, die ich nicht ändern kann. Oh, das ist scheiße, sowas. Durch das Ding durchzuballern.
Das ist dumm. Einfach nur dumm. Dumm. Dummulus. So, wo ist der andere? Wo ist er? Da hinten ist er. Weg. Weg. Ganz easy peasy. Wie beim Schach. Komm her. Eins. Zwei, drei. Zack. Jetzt hauen wir ab. Ich hau ab. Das ist ja so sicher wie das Abend in der Kirche. So, du willst unbedingt kämpfen? Du kriegst den Kampf. Du kriegst den Kampf. Komm. Du kriegst ihn. Hier, guck mal. Zack. Kriegst den ultimativen Fight. Du willst ihn doch. Weg. Komm, Handschuh. I need the power. Hui. Besten wär's, wenn du dich einfach verpisst. Und lässt mich das mit dem Blitzbruder da hinten regeln. Nein, es muss sich immer einer einmischen, ne? Kein Wunder, dass du so böse bist. Du wirst so brennen. Ficker. Es wäre einfach so gut, wenn ich wirklich mit 6 Heilungen nur noch gegen ihn fighten müsste. Okay, ich glaube, er zwitschert ab. Wo ist der andere? Da hinten. Das heißt, hier sind wir relativ safe. Okay, komm her. Komm, 1, 2, 3. Zack. Wir machen hier unser Ding weiter. Wir spielen unser Spiel. 1, 2, 3. Zack. Schlecht. Gut. Und komm, 1, 2, 3. Eins. Also ich muss echt sagen, das ist mit Abstand der anspruchsvollste Boss bis jetzt. Jawohl, volle Ladung abgekriegt. Kann ich jetzt aber auch nicht verwehren, den Versuch. Ich will ihn jetzt platt machen. Nee, will ich nicht. Jawohl. Den haben wir, den Jungen. Okay. Let's do it. Nee. Nee. Ich muss den Säulentanz machen. Fuck you. Fuck you. Okay. Da kann er durchballern, das wissen wir jetzt. Boah, der raged einfach nur, ne? Das ist halt echt übel, was er hier macht. Wenn man das wenigstens zurückspiegeln könnte. Oh, das ist ein physischer Widerstand, der Gegner. Der Tod? Nee, ist er nicht. Er kann durchrennen, ich konnte es nicht. Der Geil hier. Dachte schon. Ich glaube, da war einfach nur eine Bodenplatte oder sowas. Das ist schlecht. Jetzt muss ich aber auch langsam, aber sicher mal wieder ballern hier, wenn ich das Zeug benutzen will. Also entweder ich benutze es halt oder ich lasse es bleiben, aber... So, wartet mal. Die Ecke ist kacke. Da will ich nicht hin. So, Magiehandschuh bereit. Oh Gott. Bist du ein stinkender Arsch. Okay, er macht immer dasselbe. Aber es ist auch effektiv. Ich würde es ja auch machen an seiner Stelle. So, manchmal geht es durch die Säule durch, manchmal nicht. Das ist böse, aber so hat er mich auf jeden Fall schon mal nicht getroffen. Am besten wäre es eigentlich, ich benutze nochmal den Hammer oder sowas. Den einen konnte ich ja damit eben irgendwie sehr gut staggern. Komm mal, einen Schlag. Ja. Aber er macht nicht mehr ganz so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Komm. Komm, Ragey. Oh, der ist böse. Okay, jetzt gönne ich mir mal eine Heilung. 4-mal Heilung, er hat noch die Hälfte der Energie, das wird aber machbar sein, oder? Nee?
Jawoll! Schön in die einzige Pore hier reingerollt, wo man gerade nichts machen kann. Ah, der ultimative Scheiß. Nee, sorry, gegen Feuer habe ich absolut keine Chance. Wäre auch mal schön, wenn er sich jetzt heilt, wenn ich Viereck drücke. So, das wird so nix. Nee. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber... Das Problem ist, ich habe überhaupt keine Feuerabwehr. So, komm. Jetzt noch mal ein. Oh. Oh, das zieht aber ordentlich rein, das Ding. Das zieht ordentlich rein. Uiuiui, der zieht ordentlich rein. Da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Wirklich mehr Glück als Verstand. Oh, diese Fickleiche da. Alter. Immer wieder roll ich gegen dieses olle, verwesende Brudergesocks. Oh, ich bin so angespannt. Ich habe noch zwei Heilungen. Ich will nicht verlieren. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen kann, ne? Wenn ich jetzt hingehe, brät er mir direkt instant einen rein. Ja, 112 ist jetzt auch nicht so die Wucht, aber es ist besser als nichts. Ja, ich brenne instant, ne? Kannst nichts machen, kannst nichts machen. Wenn man sich vielleicht viel rollt oder so? Nee. Ist einfach dumm. Ist echt einfach dumm. Ich muss das Ding jetzt irgendwie aussitzen. Es wird halt einfach nichts. Jetzt könnte ich schon mal ein bisschen ballern. Ja, ein bisschen ballern, das könnte ich noch. Aber das macht nur 38 Schaden, das ist halt auch nicht so viel. Ich hätte einfach diese Kristalle aufheben sollen. Dann hätte ich den locker platt gemacht. Aber er ist gerade auch so ein bisschen in der Patt-Situation, er weiß nicht, was er machen soll. Einmal normaler Schlag geht nicht. Harter Schlag dauert genauso lange. Eigentlich ist es geiler, wenn er Elektro macht. Das ist doch eigentlich ganz gut hier. Hm. Klappt halt nicht, ja? Klappt halt nicht. Elektroman ist besser. Ich brauche nochmal den fetten Hammer. Ich darf mich jetzt noch nicht heilen. Okay. Jetzt nochmal einen Hammer reinsetzen. Okay, jetzt brauche ich eine Heilung. Puh, das war die letzte Heilung. Er hat auch nicht mehr so viel, würde ich mal behaupten. Okay, abwählen. Das ist es. Einfach abwählen. Ich wähle dich ab. So, jetzt hin. Feuer. Abwählen. Und nach hinten. Mh, klappt trotzdem nicht. Ist einfach keine save Nummer. Gebet, Rage. Rage könnte es jetzt nochmal bringen. Oder ihm einfach eine reindrücken. Noch einmal vielleicht, noch einmal. Einmal ballern und dann gehe ich hin und gebe ihm Gnadenstoß. Ich hoffe vielleicht, dass er einfach schon nach einmal ballern tut. Das wäre es natürlich. Alter, das ist eine angespannte Stimmung. Aber ganz ehrlich, der Boss ist geil gemacht. Ihr merkt, ich mecker. Das heißt schon für mich, er ist einfach geil gemacht. Soll ich hingehen, soll ich einen reinbraten? Ich werde sterben, das wissen wir, ne? Instant werde ich sterben.
So. Fire. Fight fire with fire. Yeah. By the mighty power of steel. Boah, Leute, 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 was für ein Fight. Eine Stunde haben wir gebraucht, aber dann haben wir doch gelegt. Boah. Ich habe nicht mal einen Schluck Kaffee getrunken, so angespannt. Meine Herren, die verlorenen Brüder, Hut ab. Also da habt ihr euch wirklich was geleistet, aber... Kampfsystem hin oder her, war ein richtig geiler Boss, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist wahrscheinlich, und das ist ein bisschen blöd, dass der hier so einen physischen Widerstand darbietet. Aber ansonsten sehr, sehr geiler Fight. Das Kampfsystem, ja. Es ist natürlich nicht wie Dark Souls, da habe ich auch ein bisschen viel gemeckert, aber es ist natürlich extra anders gemacht. Ne? Es will sich auch abheben, das Spiel. Oh Gott, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr geil. So. Komme ich jetzt raus aus der Hütte hier? Gar nicht. Da ist der Verräter! What? Was denn jetzt? Ich wollte eigentlich... Nur zum nächsten Speicherpunkt. Alles klar. Er macht aber auch nichts. Er ist fair. So, sehr schön. Okay, wir müssen jetzt die Wachen auch platt machen. Die haben wahrscheinlich jetzt davon schon Wind bekommen, dass wir in irgendeiner Form jetzt hier dem netten Herrn König eine reinbraten wollen. Wir hängen deinen hässlichen Kopf an die höchste Zinne. Ich hab keinen hässlichen Kopf, Mann. Das war eine Frühgeburt. So, wie kann ich denn hier abspeichern? Ich bin ja dafür, dass man eigentlich immer nach einem Bosskampf die Möglichkeiten haben sollte, abzuspeichern. So, los, lass mich jetzt mal abspeichern. Lass mich jetzt mal abspeichern. So, geh mal weg. So, hier drunten konnte man noch irgendwas lesen. Oder? Auch nicht. Kennen wir denn hier irgendwas? Oh, es lasst mich doch mal in kurzer Ruhe. Natürlich, noch so ein komischer Ninja-Mann. Die mag man besonders. Oh. Kann ihn nicht abspeichern. Der raged einfach nur voll rum. Der sieht wahrscheinlich auch meine Lebensanzeige und denkt sich, hahaha. So, hier hatte ich das gesehen. Diese Mönche, das hatten sie nicht verdient. Man gab ihnen eine Art Elixier. Der Gott wurde nicht besiegt. Er ist schon voller Pein und stürzten regungslos zu Boden. Dann begannen sie zu wachsen. Einer wurde von Flammen. Ich bin gleich ein tot. Weiterer von Blitzen. Ich rannte davon. Ich konnte nicht weiter zusehen. Das ist auch wieder was, wo ich nicht hin will. Ne? Das ist ein zusätzliches Gebiet, da wird nicht abgespeichert. So geil das jetzt auch hier ist, ich finde es wirklich richtig geil, aber ich will abspeichern. Ich will doch nur speichern. Scheiße. Meine Güte. Er raged aber auch hier ordentlich rum. Aber die sind eigentlich ganz gut machbar, die Jungs. Die kennen wir, glaube ich, auch schon aus irgendeinem komischen Haupthalle. Ja, da drüben müssen wir hin, aber... Ich will abspeichern. Vor allem, ich habe gerade so ein bisschen das Befürchtnis, dass wir nicht nochmal abspeichern können. Da hinten geht es ja direkt zum letzten. Zum letzten Gewizzle-Gedizzle. Es muss irgendwo hier noch was geben. Hier hinten war doch auch noch was. Vielleicht ist hier. Nee, da kam ich her. Dann muss es hier sein. Oh Gott, ey, ich laufe einfach nur noch mit so einem Zipfel an Energie rum. Da ist es. Komm her. So, die ganzen Seelen, die investieren wir natürlich. Die investieren wir natürlich. Und zwar in... Kann ich die eigentlich in Erdbeben? Nee, da brauchte ich wieder irgendwas, ne? Ja, die investieren wir einfach in Stärke, oder? Keine Ahnung.
Attributspunkte, volle Möhre rein, was nur geht. Wir sind echt schon relativ hoch im Level. Es kostet jetzt, guck mal, wir haben einen fetten Boss besiegen können, gerade mal ein Level aufsteigen, das ist nicht viel. Deswegen, wir hauen jetzt einfach alles in Stärke rein, was nichts bringt. Nichts. Vitalität bringt noch was. Und Ausdauer bringt jetzt auch nicht so viel. Vitalität ist das Einzige, was wirklich noch ein bisschen was bringt. Vitalität! Wir speichern nochmal ab. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben die zwei Brüder Blitz und Donner oder Feuer, wie auch immer der hieß, schön das Fürchten gelehrt. Wir haben ja nur eine Stunde gebraucht. Ja, das nächste Mal geht es dann hier weiter mit The Lords of the Fallen. Dann mit dem DLC-Boss oder schon dem letzten Boss. Ich weiß nicht ganz, ob wir nochmal zu dem DLC-Boss kommen. Ich hoffe schon. Also, bis zum nächsten Mal bei Lords of the Fallen. Ciao.